So, I think for the. Für das zweite Spiel, für das zweite Match können wir ruhig Deutsch reden. Okay. Wie ich vorher schon gesagt habe, wir spielen Rogue Decks heute, weil ich irgendwie ein bisschen in einer Deckkrise bin. Und ich finde, die Hand ist ziemlich okay. Es sei das only, also das einzige Manko, was es hat, ist halt ein Land, aber wir haben Zero Missions und Sleight of Hand. Wir haben Hive Mind schon in der Hand. So, wir müssen einfach nur Lotusblumen oder sowas finden. Dann sieht es schon mal ziemlich gut aus. Hoffentlich spielen wir nicht gegen irgendein Aggro-Deck. Wir spielen gegen Control, was noch besser ist. Also, Zero Missions. Klar, wir nehmen einen Schaden, weil wir nicht kehren. Und da ist die Combo schon. Also, wir machen. Wollen noch mehr Länder ziehen. Sehr gut. Pass. Wahrscheinlich spielen wir gegen Krixis Control. Sehr populär im Moment. Wir sehen schon Faultscour, Lightning Bolt, Polluted Delta, wir haben blaue Quellen, rote Quellen. Ich F9 einfach durch den Turn, weil. Don't really care. Bisschen abgelenkt, weil ich gerade noch mit dem Kollegen am Chatten bin. Ah, oh, das passt schon. Sub and a Double Cup. Ich glaube, wir spielen. Er hat ein Mana offen. Das könnte entweder das Bell Pierce oder. Das andere, wo CMC2 gekontert werden. Pff, also Sleight of Hand kann er wahrscheinlich nicht kontern. Moment. Ich spiele nochmal erst Island und Carsten ist Pain Free. Lassle Delta aus in unsere Hand. Und Pass. Wir wollen einfach nur unsere Land Drops haben. Er passt durch seinen Turn. Okay. Land Drop, go. Das Geile bei den Rogue Decks ist halt wirklich, dass die Leute sich denken: So, what the fuck is he playing? Er sieht Basic Island, Basic Mountain, Basic Stuff. So, was soll ich spielen? Wahrscheinlich werden wir einfach mal in Response Anticipate spielen. Weil er kann es nicht countern. Keypiece ist hier Hive Mind nach unten legen. Wir brauchen Sleight of Hand, weil er Hive Mind weglegen wird. Nehmen wir Sleight of Hand, weil wir noch mehr suchen müssen in die Hand. Dann lassen wir die Clique resolven, bolten sie aber direkt in Response auf den Trigger. Ich muss echt gerade mal hier. Okay, der Trigger geht auf den Stack. Er target mich. Sehr wichtig in Real Life halt. Ihr wollt, wenn ihr die Clique resolven lasst, wollt ihr sie resolven lassen und dann wollt ihr sagen, wer ist das Target? Weil manchmal sagen sie sich selber an, um einfach eine Karte zu cyclen, die irgendwie nutzlos ist in ihrem Matchup oder whatever. Also immer warten, bis sie das Target ansagen, bevor ihr eure Hand aufs Battlefield slammt. So, das ist mir ein paar Mal schon passiert, aber eher so in Runden unter Freunden, wo man sie dann wieder aufnehmen kann.
Und die nicht zu sehr auf die Hand gucken. Okay, oh. What? Okay, ich habe hier irgendwie komisch durchgepasst. Aber ich habe zwei Bolts auf der Hand. Von daher. Einfach mal bolten. Wird er wahrscheinlich kontern. Ja, klar. Nee. Okay, mein Fehler. Nämlich hier drei Schaden. Er nimmt den Pack drunter, was ich nicht wirklich verstehen kann. Hier suspenden das Ding, spielen das Lighthouse. Bolten die Clique. Clique ist weg, sehr gut. Keine Glock mehr. Sleight of Hand, weil wir noch mehr suchen müssen nach einem Pack, der ihn killt. Das Problem ist, das Deck spielt keine grünen Packs. So, wir nehmen den roten Packs. Er muss 5 Mana bezahlen, hat nächste Runde 5. Ja. Klar. Also ich denke mal, ich kann den nächste Runde durchdrücken, den Halbmann, aber er kann in seinem Upkeep bezahlen von einem. Das ist vielleicht nicht ganz einfach bei dem Combo-Deck halt zu wissen, wo man. Also, das hier ist wahrscheinlich die alternative Windcon, Pact of the Titan, den ich noch nie gespielt habe in Modern whatsoever. Bringt ja einfach ein 4-4 Giant Token ins Battlefield. Okay, er misst nicht seinen Land Drop, also können wir ihn nicht über den. Über die Combo töten. Wir haben noch mehr Sleight of Hand. Spielen Hive Mind, er lässt es resolven. Wir spielen Pact of the Titan, er muss sich nächsten Turn austappen. Wir müssen dann Pact of Negation und Hive Mind bezahlen, also sind wir einfach tot. Nicht so einfach. Das Problem ist halt, dass er wirklich 5 Länder hat. Und den Pact of the Titan mit roten Mana bezahlen kann. Also, wir können den Hive Mind auch gar nicht spielen. Ganz ich schaue nochmal in die Deckliste, was wir noch haben könnten. Okay, wir haben einen Summoner's Pact. Land habe ich schon gespielt. Okay, wir spielen Slide. Ich fand einfach, dass wir irgendwie nach unten graben. Klar, Fenton Mountain. Passen einfach mal. Spielt Snapcaster Bolt wahrscheinlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne, 5. Kann Pact of Negation spielen. Ich könnte aber auch einfach einen Summoner's Pact spielen. Er hat eine Handkarte. Ich denke mal, ich spiele einfach einen Summoner's Pact. Dann habe ich einen Blocker für den Snapcaster. Kriege ich noch 3 Schaden, bin ich auf 10. End of Turn können wir das Loot House benutzen. Wenn den nutzlosen Mountain loswerden. Wenn wir einen Summoner's Pact finden, werden wir wahrscheinlich gewinnen. Ich glaube, in Response. Ne, werden wir nicht, weil. Weil wir den Summoner's Pact bezahlen müssen. Ja, Gunner Scoop. Ziemlich hartes Matchup, glaube ich. Wir werden alle Dispels reinboarden. Wahrscheinlich Flag of Progenitus ist ziemlich gut, glaube ich, gegen Delve Stuff. Lightning Ball ist ziemlich nutzlos. Gegen die Clique war es gut, aber naja. Ja.
Das ist das bei der Komma. Ich glaube, wir wollen noch einen Blumen raus, weil wir nicht unbedingt die krassen... Mal lieber zwei Prisms. Zwei Prisms, weil das halt gegen Spells näher schlecht ist. Wir haben alles Mana in der Welt, aber keine Threads, so shippen das. Muss das halten auf 5, auf 6, glaube ich. Wir haben Anticipate zum Graben. Wir haben Dispel zum Kämpfen. Wollen lieber Anticipate in seinem Counter, in seinem Zug casten oder in Response auf das, damit das nicht countern kann. Relic of Progenikos finde ich ziemlich gut. Es blankt auf jeden Fall seine Death Creatures. Und das scheint sein Plan zu sein, weil eigentlich möchte man immer Fortscore spielen. Aber scheint mir schon sein Plan zu sein, irgendwie halt einen schnellen Thread online zu bekommen. Das ist so krass. Das Ding ist halt einfach Black Lotus Draw Card, ne? Ja. Er fetcht jetzt und castet einen dicken Dude. Und mein Relic of Progenitus ist einfach shit. Und das ist, weil das eins der besten Modern Decks im Moment ist. Also ich könnte schon ein bisschen weinen, aber das ist schon ziemlich krass, das Deck. Okay, aber er castet nichts, was ziemlich gut für uns ist, weil wir jetzt einfach den Graveyard nuken. Ich spiele einen Relic, Kraken ist gerackt, weil er 8 Karten im Graveyard hat. F9 Tier, wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch unsere Phasen skippen. Kraken das, zack. Wir benutzen unseren Graveyard nicht. Deswegen ist uns das ziemlich egal. Tja, keine Death Creature für dich, mein Freund. Okay, wir haben einen Hive Mind, wir haben einen Lotus Bloom, wir haben einen Pact of Negation, um dagegen zu fighten. Jetzt brauchen wir nur noch einen Pact, den er nicht bezahlen kann. Am besten Summoner's Pact. Irgendwie möchte ich, glaube ich, im Sideboard mehr Pacte haben, die ein Gegner nicht bezahlen kann. Jo, pass. Ich möchte natürlich Izzet Charm in seinem Turn machen. Damit er sich möglichst austappt. 4 Mana. 5 Mana kann er den roten Pack bezahlen. Das ist halt ein ziemlich schlechtes Matchup, wenn dein Gegner rotes Mana hat. Nee, kämpft, habe ich ein Dispel. Ist ziemlich nice. Das ich ziehe zwei Länder. Total useless. Aber es ist Feltern. Von daher völlig okay. Wenn du den Klick in meinem Upkeep. 2, 4, 5, 6. Ich kann halt nichts dagegen tun. Wenn ich den Pact spiele, dann bin ich nächste Runde einfach tot. Also muss ich die Clique resolven lassen. Jetzt finde ich schon ein bisschen schade, dass ich die Balls rausgebordet habe, aber Clique ist halt zwei spielen die maximal. Von daher, er hat jetzt 19 Karten von seinen 60 gezogen und eine Clique von seinen zwei Cliquen drin. Der Hivemind wird wahrscheinlich runtergehen. Yep. Und ich ziehe natürlich Island, beste Karte, nach und habe nichts mehr. Was ziemlich schade ist. Naja, was soll man tun? So, zweites Match wahrscheinlich ziemlich
ziemlich favorisiert Grixis Delver, Grixis Control. Wobei man sich im Kopf behalten sollte, dass Control immer besser gegen Combo ist als jeder anderes Matchup. Er hat einen Threat auf dem Board, mit dem er mich bietet. Ich habe keinen Weg mehr, um das Ding zu removen. Ich muss noch zwei Combo Pieces finden. Oh. Okay. Er scheint mir interessant. Ich habe noch vier Länder. Ich könnte mit dem Lotusblumen bezahlen, aber das wären zu viele Ressourcen, die da verloren gehen. Denke ich mir. Zero Visions. Okay, Mountain und Slider Fans. Wir können Slider Fan hier chainen. Slider Fan, den Slider Fan, den Slider Fan. Braun ist das Lighthouse nicht. Wir haben alles Mana in der Welt. Da ist der Hive Mind. Also passen wir einfach. Jetzt brauchen wir noch einen Pact. Er kann. Unsere Lebenspunkte sind uns ziemlich egal. Hier haben wir 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alles über einem Lebenspunkt ist Luxus, sagte ein wichtiger Mann. Also spielen wir den Hive Mind einfach mal. Wenn er resolved, ist ziemlich viel Value. Mal schauen, was er tut. Cryptic Command ist einfach der schlechteste Counter, den man hier spielen kann. Habe ich genug, um den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sectors hier für 3 blaue. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. What? Okay, ich habe hier missklickt. Let me go back. Thanks, man. Okay, ich habe missklickt. In X-Match kann man zurückgehen. Mal schauen, ob er jetzt was anderes spielt. Daumen sind gedrückt, ja. Okay, wir spielen den Hive Mind. Er spielt Cryptic Command. In Response spiele ich Dispel. Sack das Ding. Okay, und damit zeige ich das Dispel damit. Er aktiviert das. Ist völlig okay. Ich spiele einfach ein Ding. Counter sein Cryptic und im Upkeep kann ich das bezahlen. So, er hat einen Threat verloren. Er kann mich bieten für 3. Und jeder, der mal Control gegen Hive Mind gespielt hat, weiß, was für ein Pain in the Ass das ist. Weil jeder Spell, den er jetzt spielt, kann ich kopieren. In meinem Upkeep kann ich den Pact bezahlen, aber er kann mich jetzt einfach bieten. Ich muss irgendeine Antwort finden oder den Pact. Habe ich gewonnen. Klar. Wenn er schlau ist, bietet er mich einfach und spielt keine Spells mehr. Oder noch Creature Spells, weil ich die nicht kopieren kann. Alter, Mole Drifter, what the fuck? Das sind einige nice Cards. Er zieht eine Karte. Draw two cards. Pretty nice. Das Ding kostet halt auch 5 Mana. Warum er auch immer nur 2, 3 bezahlt. Ach, er sackt den Typen einfach, okay. Das ist das Schöne beim Online-Play. Man kann das nicht vergessen. Ich bezahle das. Yep. Yep. Ja. Ja, was? Er kopiert das.
In Response kopiere ich das und er verliert. Oder? Also die richtige Sequenz wäre gewesen, Pact of Titan spielen. Er kriegt eine Kopie, lässt die Kopie resolven. Und dann spiele ich Pact of Negation. Auf meinem Pact of Dings. Aber ich habe es jetzt falsch gemacht. Also wäre das eventuell ein Gewinn gewesen. Ach ja, und er kann es nochmal counter mit dem Typen, okay. Was ziemlich nice ist, aber er spielt irgendein komisches Deck, keine Ahnung, Mann. Jupp. Ich krieg einen Typen, Pact of Negation, whatever, und stirb wahrscheinlich mit einem Abgib. Er muss Pact of Negation bezahlen. Ich schreibe die GGs. Er hat gewonnen. Also Stacking ist ziemlich key. Generell aber ein schlechter.